Herzlich willkommen zum 19. Video aus meiner Videoreihe Scratch Kara Aufgabenstellungen. Wir haben hier Kara in seiner Welt. Hier befindet sich Kara in einem Labyrinth voller Baumstümpfe und er soll hier dann herausfinden und letztlich auf diesem Kleeblatt zum Stehen kommen. Schauen wir uns an, wie er das macht. Kara marschiert voran, wendet sich eigentlich immer nach rechts, geht dann einfach zurück, schaut dann, ob er links oben dann von sich gesehen aus einen freien Platz hat. Das heißt, die Strategie dahinter ist, er schaut weiter, aber immer links von sich dann, weil er bewegt sich immer in dieser Richtung, letztlich einen freien Platz hat. Geht immer nach rechts praktisch, geht in dem Fall hier rechts weiter, dreht dann um, überprüft dann an und für sich nicht viel, geht dann wieder weiter, dreht sich dann um, schaut dann wieder, ob sich links von ihm etwas befindet. Das wäre jetzt in dem Fall der Fall. Er dreht sich wieder zurück, schaut wieder herauf, geht dann wieder die ganze Strecke ab, schaut dann wieder, ob links was befindet, ist in dem Fall hier wieder der Fall. Das ist aber gleich wie hier mit dieser Situation eigentlich. Wenn sich links eben nichts ist, dreht er sich um und geht dann im Prinzip dann zwei Schritte dann raus und merkt dann, was hier auf diesem Kleeblatt steht. Wie habe ich das umgesetzt in diesem Programm? Ich habe hier wieder eine Weilschleife, solange sich Kara eben noch nicht auf einer Kleeblatt befindet, was hier dann erst zum Schluss dann der Fall ist, wird alles, was darin ist, dann ausgeführt letztlich. Wenn wir den Kara dann wieder an den Ausgangspunkt dann setzen, kommen wir hier zu dem inneren Bereich der Weilschleife. Also solange sich links und rechts etwas befindet, nämlich ein Baum befindet und kein Baum vor sich ist, geht er weiter. Das ist hier dieses Move, er geht dann weiter. Wenn sich auf der linken Seite nichts befindet, dann dreht er sich nach links. Letztlich gehen wir hierher und dreht er sich nach links, turn left, geht zwei Schritte hinaus. Und geht dann wieder letztlich nach rechts, damit er dann schön dann hier weiterlaufen kann. Der Schritt dann weiter letztlich, hat wieder links und rechts an sich etwas und würde dann wieder einfach weitergehen. Wenn sich vor ihm nichts befindet und ein Tree left ist, also hier links etwas ist, dann geht er wieder weiter. Dann kommt er hier dann letztlich an, wenn er nämlich dann etwas vor sich, einen Baum vor sich hat, dann dreht er sich dann zweimal nach rechts, das heißt, er dreht sich um. Marschiert dann wieder weiter, solange nichts eben dann vor ihm ist, geht er eben immer weiter in diesem Tree Front und zum Schluss, wenn er dann am Ende wieder der Spalte ist, dreht er sich dann nach rechts um, marschiert dann wieder weiter und schaut dann wieder, ob links dann letztlich etwas ist. Das ist hier so die Lösung von diesem Problem, dass Kara eben aus diesem Labyrinth dann herauskommt.